Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel NAFTA Racing. In den letzten Videos habe ich mich damit beschäftigt, euch zu zeigen, wie du auf einer EDC 15B Plus sauber eine Stage 1 auf den 1,9er Pumpe Düse aus dem VAG Konzern kalibrierst. Zusätzlich habe ich euch gezeigt, was bei einem 131 PS starken 1,9er Pumpe Düse, was die Düsen, der Lader und die Kupplung abkönnen und wo ihre gesunden Limits liegen. Und zu guter Letzt habe ich den physikalischen Zusammenhang zwischen Luftmasse und Ladedruck beleuchtet und bin auf den Unterschied zwischen der Quantitätsregelung und der typischen, dieseltypischen Qualitätsregelung eingegangen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem neuen Video. Heute starte ich mit einer neuen Videoreihe, mit der ich die Basis schaffe, um Leistungen über eine Stage 1 hinaus zu realisieren. Dazu gehört nach einer Kalibrierung die Prüfung der Umsetzung aller neu berechneten Parameter im Zuge einer Lokfahrt. Bei nahezu jedem Störgerät gibt es ein Limit für die Darstellung dieser Werte. Werden bestimmte Werte wie Kraftstoff, Ladedruck, Drehmoment und so weiter in der Applikation überschritten, werden diese Werte im Rahmen einer Lokfahrt oder Diagnose nicht mehr sauber dargestellt. Das heißt, die Darstellung bzw. Ausgabe der maximalen Werte ist gedeckelt und limitiert. Und nicht selten übersteigst du ab einer bestimmten Leistung dieses Limit mit deiner Applikation. Das bedeutet nicht, dass dein Störgerät sich im Blindflug befindet, sondern nur, dass du bei deiner Überprüfung im Rahmen deines Logs oder der Auswertung deiner Messwerte einfach nicht die programmierten Werte angezeigt bekommst. Der Grund dafür ist, weil deine programmierten Werte höher sind als die im Störgerät festgelegten Ausgabelimits. Wie funktioniert die Eingabe und Verarbeitung der Werte in so einem Störgerät eigentlich? Dazu habe ich euch eine Präse anhand vom Ladedruck als Beispiel erstellt und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes zeige ich, wie die interne Verarbeitung der Daten im Störgerät stattfindet. Der Ladedruck als physikalische Größe erzeugt im MAP-Sensor eine Spannung. Der Spannungswert wird an die ECU geschickt, die mit Hilfe der Linearisierungsmap die Spannung in Absolutdruck in Millibar umwandelt. Der maximale Wert, zugleich auch gedeckelt bzw. limitiert, nicht nur durch den 300 kPa Sensor an sich, sondern durch das Limit im Störgerät selbst, hier als Beispiel 3060 Millibar absolut. Nun zeige ich euch, wie die Ausgabe der internen Werte im Störgerät abläuft. Die Ausgabe des internen Wertes, in dem Fall Ladedruck, 3060 Millibar absolut, findet in 8-Bit-Dezimal statt. In einem 8-Bit-Binärsystem gibt es 2 hoch 6, also 256 verschiedene Kombinationen. Das entspricht Werten zwischen 0 und 255, wobei der Wert 255 den Maximalwert darstellt und dem internen Maximalwert von 3060 Millibar entspricht. Die Umrechnung erfolgt über eine Formel. Das Störgerät verwendet einen Faktor, um aus dem internen Wert den externen zu berechnen. Um es nicht unnötig kompliziert zu machen, verzichte ich jetzt auf den Offset-Wert. Auf den komme ich später nochmal zu sprechen. Es gibt also zwei Bausteine für die Umrechnung von internem Wert zu externem Wert, nämlich einmal den Faktor, auch Steigung genannt, und einen Offset-Wert. Diese zwei Bausteine sind nur für das Störgerät von Belang, sonst für niemanden. Jetzt wisst ihr, wie das Störgerät tickt und was es treibt und wie die Verarbeitung und Ausgabe der Werte abläuft.
Ab zur nächsten Baustelle, den Protokollen. Für die älteren Störgeräte, wie in diesem Fall die EDC-15, wurde ein Diagnoseprotokoll definiert, das sogenannte Keyword-Protokoll. Dort wurden Formeln festgelegt, anhand derer das Diagnosetool die Messwerte berechnen kann. Als Funfact am Rande: jüngere Störgeräte verwenden das UDS-Protokoll mit dem Vorteil, dass es herstellerübergreifend ist. Die Formeln, die im Keyword-Protokoll festgelegt sind, bestehen im Wesentlichen aus drei Bausteinen. Baustein Nummer 1, die Message Number, auch Anzeigenummer genannt. Baustein 2, Normalizing Value, das ist der Normierwert. Und Baustein Nummer 3, die Changing Number. Das ist der Ausgabewert der ECU, dargestellt in 8-Bit-Dezimal. Diese Formeln spielen nur für das Diagnosetool eine Rolle. Unten habe ich euch vier gängige Formeln aufgeführt. Die erste Formel mit der Message Number 8, aufgedröselt in 0,1 mal A mal B. Anton steht für Normalizing Value und Bertha für die Changing Number. Formel Nummer 18 sieht folgendermaßen aus: 0,04 mal A mal B. Die Formel mit der Nummer 39 lautet Bertha durch 256 mal Anton. Und die Formel 52 lautet Bertha mal 0,02 mal Anton minus Anton. Also jetzt kennt ihr auch die Aufgabe des sogenannten Keyword-Protokolls. Und nun kommt das Diagnosetool ins Spiel. Das Diagnosetool schickt eine Anfrage ans Störgerät, einen bestimmten Messwert abzugreifen, und erhält vom Störgerät Folgendes als Antwort. Message Number beschreibt die Art der Formel, wie das Diagnosetool zu rechnen hat. Normalizing Value, also den Normierwert, und als dritten Baustein den berechneten Ausgabewert in 8-Bit. Und aus diesen drei Bausteinen berechnet das Diagnosetool den dargestellten Messwert. Am Ende des Tages lässt sich also zusammenfassend sagen: die ECU sowie das Diagnosetool machen beide das Gleiche, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Nichts anderes geschieht, als dass ein 8-Bit-Wert in einen Realwert umgerechnet wird. Die ECU verwendet dafür einen eigenen Faktor, das Diagnosetool nutzt dazu eine Formel. Im nächsten Teil zeige ich, wie die Diagnoselimits für Kraftstoffmenge, Drehmoment und Ladedruck im WNOLS erweitert werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.